Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. Wir spielen jetzt die Nebenquest, bei der wir das letzte Mal aufgehört haben. Noch eine kleine Info, ihr seht es hier schon an dem A. Ich bin auch bei Thief jetzt auf den Xbox 360 Controller umgestiegen. Das heißt, wenn ich sterben sollte, schiebe ich es selbstverständlich auf die Steuerung. Client Job, Hand Tailored. What? Hat jetzt irgendwas gesagt? Shove off, Redbag! This is a private party. Please, I've nowhere else to go. If you're still here in 3 seconds, you're spending the night with the eels. One. This is a private party. So, und wie komme ich an dem vorbei? Gut, den interessiert es nicht wirklich, dass ich hier stehe. Hey! Na, sitzt du bequem? Freut mich. Der ist besoffen. Der ist offensichtlich betrunken. So. Wie werfe ich was? Gut, das ist die Karte. Ah, das ist cool. Sehr schön. Rechte Taste. Ah. Now I got it. So, den lenke ich ab. Guck mal, was da hinten ist. Ja, was haben wir da? Oh, Mister, ist was. Anybody here? Don't drag this out. Take down! Oh, jetzt musste ich tatsächlich kurz überlegen. Jetzt hätte ich fast die falsche Taste gedrückt, hey. So. Ach Mist, ich wollte mal wieder versuchen, als Ghost hier durchzukommen. Das wird wahrscheinlich nie was. Ich befürchte, daraus wird nie etwas. Na, den Haupteingang nehmen wir nicht. Oh oh. Even what? The tailors found a way to milk the gloom for a profit. Natürlich. Jeder macht mit allem Profit, wenn kann. Wer kann es ihnen verdenken? Oh. Hüpf da drüber. So. Ja, wie gesagt, noch etwas an die Steuerung gewöhnen, weil welche Taste jetzt wirklich für welche Aktion ist. Das funktioniert leider noch nicht so reibungslos, wie ich es gern hätte. Da wollte ich jetzt eigentlich auch nicht rein. Ich wollte nur schauen, ob es da drin nicht irgendetwas gibt. So, mal wieder eine Tür ohne Griff, durch die wir nicht können. Okay. So, da ist der Hintereingang, aber ich nehme den sicheren Weg hier oben lang. Ich gehe zumindest davon aus, dass es der sicherere Weg ist. Gehe ich jetzt einfach mal fix davon aus. So, ist hier oben irgendwer? Hier oben ist niemand. Traumhaft. Finde ich ja traumhaft. So, okay, das kann ich schon mal abschrauben. Oh, oh. Jetzt habe ich kurz gedacht, dass da einer reingekommen ist. Holy shit. Was höre ich denn da für Geräusche? Machen wir das Licht aus. Tür auf. Okay. Noch ist niemand hier. Ah. Jawohl, mein erstes Gemälde. Good find. Good find. My neck aches. Oh shit. Holy shit. Fuck, war das knapp. I'm starving. Take down. Puh.
Puh. Alter. Das hätte ja mal so richtig ins Auge gehen können. Puh. Das war mir jetzt doch tatsächlich zu knapp. Gut. Ich lege ihn da ins Eck. Wird ihn schon niemand finden, hoffentlich. Tür machen wir zu. So. Ich war hier noch nicht fertig damit, mich umzusehen, aber ich glaube... Ich glaube... Das war alles. Und dann gehe ich jetzt nämlich in diesen Schacht hier hinein. So. Unscrew. Und auf der anderen Seite wieder raus. So. Was haben wir hier? Wirklich ein goldener Klopapierhalter. Ernsthaft? Naja, wer es braucht. Wer es braucht? Ich meine, das Ding könnte man doch eigentlich mitnehmen. Es lässt sich bestimmt zum guten Preis verkaufen. Okay, ist wieder Fenster. Das Licht hier drin lässt sich nicht ausschalten. Das gefällt mir gar nicht. Gibt's hier einen Lichtschalter? Komm, ich will das Licht ausmachen. God damn it. God damn it. Für diese Lampen muss es doch jeweils einen Lichtschalter geben. Hm, na gut, dann nicht. So, schön alles ausräumen. Engineer Letter to Alfonso. Den werden wir gleich lesen. So. New collectible. I'll take this. Yes. I will take this. Achso, das waren jetzt nur meine Schritte. Jetzt habe ich kurz gedacht, da kommt jemand. Alter. Macht mir doch nicht immer so eine Angst. So, was haben wir hier drin? Einen Spiegel. Hier gibt es auch noch was. Gut. Türen wieder zu. Sehr schön. So. Letter. Documents. Hector Client Jobs. Was? Das hatten wir auch noch gar nicht gelesen. You've got a deal, Alfonso. My eel biters will deliver your fabric twice a week. Maybe more depending on what we got from our contacts inside the watch. Pleasure doing business with you. Engineer's letter to Alfonso. Alfonso, forgive my sudden disappearance. I was forced to enter hiding after my disagreement with the Baron. It's still too dangerous to contact you in person. Please keep the hand safe for now. I will be in touch with further derails, with further details as soon as I'm able. Sincerely, the Engineer. Der feine Herr unterschreibt nur mit der Bezeichnung The Engineer. Muss ja was ganz Besonderes sein, der Typ. Auf jeden Fall hält er sich für was ganz Besonderes. Wenn er es nicht mal für nötig hält, mit seinem richtigen Namen zu unterschreiben. So, hier unten dürfte jetzt nur noch einer rumlaufen, wenn überhaupt. Ja, da steht einer. Oh, da stehen zwei. Ist das wirklich einer? Der sieht so... Ups. Das sieht so nach einer Büste aus. Shit. Someone scuttling about? Well, shit. Du hast doch gar nichts gesehen. Sieh's halt ein. Du hast nichts gesehen.
Okay, dann gehe ich mal in den Keller. Gehen wir mal zum Lachen in den Keller, wa? Oh! Da ist ja noch einer. What the fuck are you doing? This damn city. God damn it, hoffentlich ist hier nicht noch einer hier unten. Nein. Puh, der war allein, zum Glück. Puh. Nicht gut. Wo kann ich den verstecken? Hinten. Findet ihn schon keiner, hoffe ich. Zumindest vorübergehend. Da ist der Lichtschalter. Ganz wichtig. Licht aus. Sehr schön. Die Dunkelheit ist unser Freund. So. Natürlich nehmen wir hier wieder die ganzen Fächer aus. Da liegt noch ein Spiegel. Gibt es hier sonst noch was? Was haben wir da? Picklock. Okay, das werden wir gleich tun. Da ist noch ein Buch. Alfonso's Workbook. Fabric Tensile Strength. Resistance Tool. Mechanical Hand from Northcrest Project. Test 1. Mild Strain. Catastrophic Rips. Failure. Test 2. Mild Strain. Fabric intact but elasticity compromised. Success. Modest. Test 3. Moderate strain, light rips, failure. Modest. Progress. What? Fabric quality is improving. Must find new supply before moving forward. Okay. Dann schauen wir doch mal, was wir da drin finden. So. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. That's how I like it. Was die Hand? Sorry, Alfonso. This hand has modeled its last glove. Okay, da hinten gibt's noch eine Tür, wollte ich gerade sagen, aber die hat mal wieder keinen Griff. Das heißt, ich komme nicht durch. Ja, eigentlich bin ich ja noch nicht mit dem Ausräumen fertig und ich würde nur... What? Alter. Der verprügelt den ja gerade. Alter. I should get more sleep. Jetzt hat der Typ den tatsächlich verprügelt. Hungry is a... Dafür ist er dran. Oh. Da geht er down. Ja, wie gesagt, meine Ghost-Statistik ist sowieso mal wieder im Arsch. Das lässt sich nicht schönreden. Von dem her ist es auch schon egal. So, was hat unser lieber Alfonso noch dabei? Nichts. Gut. Cool, sind wir allein hier. Jetzt können wir noch alles in aller Seelenruhe leerräumen. Und dann zurückgehen zu Hector. Alfonsos Register. Oder Register. Oder I don't know. Documents! Wo sind wir denn? Achso. Hector Kleinjobs. Da sind wir. Note. Find new fabric supply. Current stock is untenable. Laundry too expensive. Income. Elderly estate linens underpaid. Lord Pembry. Tailored suits 8. Client deceased. Okay. Unnamed. Crimson bolts. 10 yards cotton. Awaiting payment. Crowfoot estate. Tablecloths. Sleep attire awaiting payment. Expenses. Laundry. Advertising. Hey. Flyers. New sign. Contractor failed to deliver. Okay, das war's tatsächlich. Ich habe gedacht, da steht noch mehr. Gut. Dann haben wir hier einen goldenen Kelch. So.
Hier scheint es sonst nicht mehr allzu viel zu geben. Durch die eine Tür, an der wir gerade vorbeigekommen sind, gehen wir gleich noch. Kann ich hier noch irgendein Gemälde mitnehmen? Was ist denn das? Ah, hier, das habe ich vergessen. Sehr schön. Gut, da ist schon mal nichts drin. Da auch nicht. Sag mal, besitzt der Typ nix oder was? Ah, da, ein paar Ohrringe. Warum sind da eigentlich ein paar einzelne Ohrringe in so einem Fach drin? Das macht doch auch überhaupt keinen Sinn. Warum mache ich eigentlich das Licht hier nicht aus? Mensch, sowas. Hey, da habe ich noch gar nicht reingeschaut. Na, eine Schere. Ach, die Kasse ist schon leer. So wie es aussieht. Ach so, das habe ich schon leer geräumt. Gut, dann war da hinten noch eine Tür. Picklock. Das tun wir doch gerne. So. Oh, Mist. Mist. So. Und tada, jetzt sind wir draußen. Ach, hier sind wir jetzt beim Haupteingang. Okay. Das dürfte es gewesen sein, sagte er und verschwand in die Dunkelheit, aus der er gekommen war. Niemand hat je bemerkt, dass er da war. Es kann niemand bemerken, wenn niemand da ist, der es bemerken könnte. So einfach geht das. Gut. Back to the city, Stone Market. Lift or loot items? 85%? Wo habe ich denn was vergessen oder übersehen? Muss ja einiges übersehen haben. Ah, Collectibles habe ich alle, das ist ja schon mal etwas. Continue. Und zurück zu Hector. Dann würde ich sagen, return a mechanical hand to Hector. Track. Gut. Aufpassen, dass ich keiner Wache in die Arme laufe. Das möchte ich wirklich nur sehr ungern. Ich würde ganz gerne den sicheren Weg da oben lang nehmen. Nach Möglichkeit, Freunde. Weil sonst knöpfen mich die Wachen da auf. Fürchte ich. Shit, hey. Da komme ich doch nie ungesehen vorbei. Oder doch? Vielleicht klappt es ja doch. Sehr gut. Was haben wir hier? Dann mal rein da. Zack. Hey. Nice. Hä? There are a few of these obelisks around the city. What? Bait and Switches. Ah ja, genau, bei so einem war ich mal, konnte aber das Kabel nicht cutten, weil ich damals diesen Wire Cutter noch nicht hatte. Und seitdem war ich aber nicht mehr da, beziehungsweise wüsste ich auch wirklich nicht mehr, wie ich da jetzt fix hinkomme. Es wird wohl noch etwas warten müssen. So, hier sind wir damals hergekommen. Quetsch dich da mal wieder durch. Gut. Da unten ist er auch schon wieder. Na, das ging jetzt eh mehr als schnell. So, die Leiter runter.
Und wieder rein da. You're back. I guess I can spare a minute. Will ich ja wohl hoffen. Here's your friend's hand. Ah, fantastic. Here's your payment, Master Thief. You've earned it. My metal man can't speak. One of my bastard colleagues ran off with his voice box. Can you believe it? I hired a black ant to fetch the device, but the tallowed fool was caught by the watch. That's what you get for hiring an amateur. Can't argue there. That's why I saw fit to hire you, a proper thief. Surely someone with your, skill could find this jailed black ant and steal the voice box from his possession. Silence is golden. Actor previously hired a thief to steal back the automaton's voice box, but the black hand was caught and is most probably hanging from the gallows. He wants me to find him and track down the price. I assure you won't assault this line job. Yes. Finally, someone who recognizes the importance of my work. That fool thief is in the watch's custody. Snoop around the watchtowers and gallows for the voice box. Gut, das werden wir dann als nächstes angehen, befürchte ich. Sehr gut. Ja, das heißt wohl, die Hauptstory wird noch etwas weiter warten müssen. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und gebt einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis bald.